Dann nicht. Gut. Ich habe genug. Ihr müsst mir schon ein besseres Angebot machen. Nun gut, hier. Das ist viel mehr. Halt die Klappe. Nein. Nein. Ja. 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 Oh. Haha. Gut. Ach, da sind die Pfeile, ja klar. Ja. Wolfsfälle, magst du meine Wolfsfälle haben? Für 20 Gold. Yay. Ich weiß eure Kundschaft. Gut, dass du diese Alter schätzt. Ich schätze sie nicht. Oder so. Ihr habt euch an. Wie haltet den Mund? Seht euch meine Waren an. Ich bin sicher, dass ihr etwas findet, das euch interessiert. Waffenhändler und so weiter. Gibt's hier alles? Ganz normal. Schwere Gift der Verwirrung. Ein gutes Geschäft. Ich habe keine Lust zu handeln. Drang der Feder, ich sage, bla bla, alles noch nicht. Ey. Boah, so viel zu wieder zum. Ja, irgendwann, wenn ich wieder mehr habe. Dann geht's dem wieder an den Kragen. Was kann ich. Dort ist doch auch ein Geschäft, oder nicht? Ja. Ich merke schon gar nichts mehr. Ich schätze, man kann sich an alles gewöhnen. Bauchreden. Was? Bäh. Wiedersehen. Hallo, hallo. Es war ein Schwie. Ja, ach nee, mit dir haben wir schon geredet. Auch tut mir leid. Tut mir leid. Ich habe nicht getrunken. Es war ein Bild. Oder so. Oh, hier regnet es hier rein. Das ist ein bisschen. Ja. Nicht unbedingt, ne? Toll. Oder so. Ich will mein Pferd wieder haben. Ja, ich will nach Quatsch reisen. Ma. So, wo ist mein Kackpferd? Da ist mein Kackpferd. Dieser Geruch macht mich noch fertig. In den Ruinen. Oh, wer ist denn dieser Mann? Ilaf Dralguna. Die Hoffnung ist dahin. Die kaiserliche Linie ist tot. Der Bund ist zerbrochen. Der Feind hat gesiegt. Die kaiserliche Linie ist tot. Und die Götter haben sich von uns abgewandt. Wo ist unser Segen? Wo ist unser Schutz? Wo sind unsere Götter? Der Feind triumphiert und wir sterben allein. Ja, hier wieder voll, alle Scheiße. Feind. Fürst Dagon ist der Feind. Er ist der Prinz der Zerstörung und die Daedra sind seine Diener. Die Kapelle ist zerstört und die Gläubigen, meine Freunde, sind alle tot. Der Feind hat gewonnen und wir sind zerstört. Profil. Er scheint anders zu sein als die üblichen selbst. Vielleicht ist das, was er sagt, wahr. Ah nee, das ist unwichtig. Gut. Nun, haltet den Mund. Warum ist jeder so verkackt und unfreundlich? Ich krieg gleich einen dicken Pfeil in den Kopf. Jo, Digga. Oder so. Gut. Wir beobachten den Himmel, während wir hier hochlaufen. Nanu, er wird rot. Okay. Die Apokalypse. Oder so. Ähnlich. Ja. Warum habe ich das jetzt gemacht? Ich weiß nicht. Stellt keine Fragen. Es ist einfach so. Ich mag den Himmel. Das bringt sowas rüber, so. Steht hier?
Gut. Hey, dann eben nicht. Hock. Oh, Stahlpfeile für mich. Danke. Der hat mich angeflammt. Angefackelt. Mist. Fuck. Hallo. Zurück, Bürger. Niemals. Ihr solltet ihr... Was ist hier passiert? Wir haben die verdammte Stadt verloren. Das ist passiert. Oh nein. Es waren zu viele. Zu schnell. Wir wurden überrannt. Wir konnten nicht einmal alle herausbringen. Da sind immer noch Leute eingeschlossen. Oh nein. Ein paar haben es bis in die Kapelle geschafft, aber andere hat es auf der Straße erwischt. Der Herzog und seine Leute halten sich immer noch in der Burg versteckt. Und jetzt, wo das verfluchte Oblivion-Tor den Weg versperrt, können wir nicht einmal mehr zurück in die Stadt, um ihnen zu helfen. Was werden wir nun tun? Das ist das Einzige, was wir tun können. Wir können nur versuchen, die Stellung zu halten. Wenn wir es nicht schaffen, diese Absperrung zu halten, können diese Monster einfach das Lager stürmen. Wir müssen die letzten überlebenden Bürger beschützen. Mehr können wir im Moment nicht tun. Okay. Hilfe. Ihr wollt helfen? Das ist ein Witz, oder? Wenn das euer Ernst ist, vielleicht kann ich euch doch brauchen. Es kann euch aber das Leben kosten. Wir sind ein... Seid ihr sicher? Na klar sind wir sicher. Ich werde tun, was ich kann. Ich weiß nicht, wie man das Tor schließen kann, aber es muss möglich sein. Der Feind hat die Tore geschlossen, die er für den ersten Angriff geöffnet hatte. Ihr könnt an den Spuren sehen, wo die Tore waren. Das große Tor war genau in der Mitte. Ich habe Männer durch das Tor geschickt, um nachzusehen, ob es sich irgendwie schließen lässt. Sie sind nicht zurückgekehrt. Wenn ihr hineinkommt, findet heraus, was mit ihnen passiert ist. Falls sie noch am Leben sind, helft ihnen, ihre Aufgabe zu erfüllen. Falls nicht, seht zu, was ihr alleine ausrichten könnt. Ja, ich kann euch nur viel Glück wünschen. Wenn ihr Leben zurückkommt, werden wir hier auf euch warten. Das ist natürlich voll logisch und so. Viel Glück. Er hat vorher ein paar Leute. Er hat vorher ein paar Leute da reingeschickt. Die sind nicht zurückgekommen, also schickt er einen einzigen noch da rein. Vielleicht nicht unbedingt so gut. Denke ich. Aber gut. Wir sind eine strahlende Persönlichkeit und so mächtig wie Gott selbst. Also können wir das nicht schaffen. Wie ein Schmecker oder so. Leck. Jetzt kommen sie ein bisschen stärker, weil das sind immer noch beeinträchtigt. Okay, vergisst, was ich gesagt habe oder so. Das war alles Unsinn. Gott. Ja. Hey, bleib stehen. Geht's noch? Hey. Psst. Hey. Den Neuen sei Dank. Ja. Ist in Ordnung, was geht hier vor sich? Hauptmann Martius hat uns hierher geschickt, um das Tor zu schließen. Sie haben uns aus dem Hinterhalt überfallen, umzingelt und abgeschlachtet. Ich konnte entkommen. Aber die anderen sind über die ganze Brücke verstreut. Sie haben Menian zum großen Turm gebracht. Ihr müsst ihn retten. Ich verschwinde von hier. Mach das. Gut, Hauptmann Martius braucht eure Hilfe. Kann der Hauptmann die Absperrung noch halten? Ich dachte schon, ich wäre der einzige Überlebende. In Ordnung. Ich werde versuchen, mich durchzuschlagen und dem Hauptmann Bericht zu erstatten. Ah, dir geht's aber gut. Du lächelst sogar. Hallo? Deine Kollegen sind gerade abgekreuzt. Mensch. Ist das so einer? Ihr habt mein Leben. Ja, ich hab dein Leben gerettet, aber auf toll, dass du mit mir redest, obwohl ich gar nicht mit dir reden wollte. Ja. So. Und so. Na, gut. Da liegen sie. Eingesperrt. Gleichen. Oh, dieses Tor wird anderswo geöffnet.
Hä? Eröffnen wir jetzt andersrum. Erstmal schnäbbern wir den da weg. Ach, warum müssen die sich immer bewegen, wenn ich gerade auf die. Aimbot. Oder was? Gut. Das ist eine Oblivion-Ebene. Ja, eine Oblivion-Ebene. Davon werden wir einige zu sich bekommen. Die sind alle so langweilig. Also. Ich tue das. Aber. Wenn hier ein Rammen, das ist nicht sehr gesund. Zieht schon ziemlich viel Leben an. Ja, diese fleischigen Schoten, die bringen meist eigentlich ganz nette Gegenstände. Oder ja, Gegenstände. Na, darüber könnte ich nicht springen. Ich würde eigentlich eine Abkürzung nehmen, aber okay. Nicht. Habe ich nichts gegen. Eigentlich schon, aber egal. Dann müssen wir den anderen Weg nehmen. Die Lava sieht im Übrigen scheiße aus. Finde ich. Aber stelle ich mir anders vor. Ja. Das musste gesagt werden. Oh, hallo. Geht's dir gut? Oh. Darf ich meine Gehirn anfassen? Nein? Gut. Aber guck mal, ach, guck mal da. Ja, da. Nee. Dann nicht. Spielverderbe. Und es gibt hier noch nicht. Uhu. Huch, was war das? Windows 7. Erschreckt mich nicht so. Hör mal auf zu laufen, Kollege. Hör mal. Nee, das nicht. Und nochmal. Hey. Die Eisenpfeile waren jetzt auch bitter nötig. Wie man sieht, haben wir jetzt schon 30 verballert oder so. Ich glaube keine 30, nein. Sondern irgendwie 16 oder 20 oder irgendwie so. Egal. Unwichtig. Ja. So, nach einer kleinen Unterbrechung geht es weiter. Oh. Heiltränke. Schön. Ich warte gerade darauf, dass da Felsen irgendwie runterfallen, aber irgendwie das. Wow, leck. Ich habe das Gefühl, da passiert nichts. Hör mal! Fackelst du mich an? Keine Fackelung. Geht's dir eigentlich noch gut? Huch, falsche Taste. F, C, C, C. Ja. Immer so kompliziert. Klappt alles immer nicht so, wie es soll. Es sind direkt zwei fleischig geschoten. Und diese Teile, auf die muss man aufpassen, die verströmen nämlich schon ein Nervengift. Kannst du ja einmal angucken. Fähigkeit wird entzogen. Kein Nervengift. Was rede ich denn? Aber ich glaube, die können auch kurzzeitig lähmen. Gibt man einfach so um. Stehst du? Hallo. Ja. Musik, wo kommst du her? Emma. Find ich jetzt nicht gut, ne? Verstehst du da? Hallo. Musik. Guck mal.
Nee, getroffen. Hast getroffen. So, jetzt muss ich mal gucken. Das wäre einmal das. Und zack. Hopp. Genau so. Gut. Achso, das waren seine Finger. Oh, hallo. Schön, dich zu sehen. Oder so. Oh Gott. Wo komme ich von da? Du triffst mich in der Luft. In der Luft. Blitz, Blitz. Gut. Dann geht's hier weiter. Dem sollte man vielleicht nicht zu nahe kommen. Geil. Ja, hier ist alles einem gegenüber feindlich gesinnt. Das ist nicht besonders eine schöne Gegend, wo man ein Haus bauen will oder so. Bei Minecraft wäre das nicht so toll. Beamleiter. Gut, Aufnahmen von anderen Spielen zu sehen. Loser. Komm. Hier wieder tanzen, ne? Tanzen. Was ist heute los? Meine Fresse. Läuft nicht. Also, es läuft nichts, wie es laufen sollte. Bin ich ein bisschen traurig. Warum so viele? Ich verstehe. Ich verstehe. Eine unsichtbare Wand. Schlaue Idee. Wie, wo, was? Die haben mich gesehen. Wie kannst du mich sehen, mein Freund? Wie? Emma! Und pop. Du auch noch. So. Fein gestorben. Der bist ja aber fein gestorben. So. Und hier muss noch irgendwo noch ein anderer Gegner sein. Noch irgendwo. Sein. Gegner. Irgendwo. Ich denke, hier ist auch keiner. Aber hier war doch ein. Huch. Ich schreck mich doch nicht so. Bleib mir vorbei. Ja, Fallen und so. Es gibt mehrere hier. Gibt es so einige hier. Sind aber auch ziemlich billig. Dremora Kundschafter. Wie ist der denn gestorben? Wenn ich das wüsste. Ziemlich schwere Pfeile, aber dafür starke, ne? Im Gegensatz, nee, eigentlich ziemlich schwache. Aber ein Dremora leichter Bogen. Der ist einfach nur. Die sind einfach alle immer nur extrem schwer und bringen meist auch nichts. Sind auch ziemlich billig. Dremora, leichter Bogen. Wenn man die schwersten Gegner sind. Hör mal, kannst mir nichts Besseres geben. Wer ist hier verbunden, Jung? Verdammt verbunden. Psst, leise. Hey. Oder so. Huhuhu. Da bist du. Das ist eine Dietrich Feldpfeile. Hast du einen. Achso, du hast wahrscheinlich gegen ihn gekämpft, warum auch immer. Nun ja,
Ich will euch euren Streitigkeiten nicht stören. Ich war gerade verwirrt, weil da noch ein linker